Hallo Sigrods-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Sigrods-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und heute wieder zurück mit einer Flaschenpost. Heute gab es gleich eine ganze Menge an Änderungen. Wir haben jetzt hier eine ganze Zeit gewartet, dass es endlich mal wieder große Nachrichten um World of Warships herum gibt. Und ja, wir fangen direkt oben an. Ihr seht schon die Themen eingeblendet. Und zwar fangen wir zuerst an mit dem Update 0.8.0, welches verschoben wird. Wir hatten ja die ganze Zeit schon davon geredet, sozusagen, dass am 24. das Update auf den Server kommt und damit dann ja auch der CV-Rework. Und das ist jetzt auch am Ende wohl der Grund, weshalb das Update um eine Woche verschoben wird, nämlich vom 23. respektive 24. auf den 30. respektive 31. Also kommt ja dann darauf an, in welcher Zeitzone man ist. Wir in der EU bekommen immer am 24. Januar respektive dann halt am 31. Januar den Patch, also immer donnerstags. Warum wird das Ganze verschoben? Also ich denke einfach mal, das ist so ein bisschen eine Vermutung. Wargaming hat angefangen, halt diesen CV-Rework einzubauen. Die hatten eigentlich ja ursprünglich noch das Ziel, der 2018 sogar noch zu releasen eventuell. Das war die ganz ursprüngliche Plan. Dann haben sie mitbekommen, okay, es wird ist doch eine ganze Menge mehr umzubauen und haben schon mal gesagt, es wird im Januar. Während dieser ganzen Geschichte haben sie vielleicht eins ein bisschen außer Acht gelassen. Natürlich ist da auch Weihnachten. Natürlich sind relativ viele Entwickler dann auch bei ihren Familien, haben Urlaub und so weiter. Dann gab es diese parallelen Tests. Testrunde 1, Testrunde 2, die öffentlichen Tests ganz am Anfang. Und ja, dann hier auf den Testservern. Und ja, es wurden halt immer noch weitere Ideen. Es wurden ein paar Punkte erkannt. Die CVs waren bei der ersten Runde zu stark. Bei der zweiten Runde sind sie UP, also underpowered. Meiner Meinung nach ist da die Flak viel zu stark. So wie auf dem Testserver jetzt gerade ist, werden die CVs relativ wenig Spaß machen, weil sie halt sehr, sehr häufig gleich am Anfang der ersten Anflug auf T10, T8 wird man gleich am Anfang mit abgeschossen, wo man eine Menge Flieger schon verliert. Das wird natürlich nicht so bleiben. Der Input der ganzen Tester hat dafür gesorgt, dass Wargaming erkannt hat, dass da noch eine Menge getan werden muss. Im Einvernehmen von beiden Seiten. Also denjenigen, die die Schiffe fahren und denjenigen, die die Flugzeuge steuern. Und ja, da muss halt wirklich noch dran gearbeitet werden. Sie nehmen sich dafür jetzt eine Woche mehr Zeit. Heißt, es wird demnächst die dritte Runde des Testservers geben. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Und ja, es wird dann halt jetzt weiter an den Flugabwehrmechaniken gearbeitet werden. Das hat aber auch einen Bonus für alle, die sowieso schon ein bisschen hinterherhängen. Was wird denn jetzt am meisten bei diesen Updates, die jetzt kommen, oder warum der Patch verschoben wird, wird da am meisten verarbeitet oder bearbeitet? Es wird aktuell, hier steht's, an zusätzlichen visuellen Effekten für das Flakfeuer, wenn das Verbrauchsmaterial defensives Flakfeuer aktiviert ist, gearbeitet. Das heißt, es soll einfach deutlicher werden für denjenigen, der Pilot ist und vielleicht auch für denjenigen, der Kapitän ist, also auf dem Schiff sitzt. Ey, cool, defensives Flakfeuer bewirkt ja auch wirklich was, optisch und damage-mäßig. Ja, und ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es aktuell ja noch diese Problematik gibt, dass man diese R-Taste drücken muss auf der Tastatur und dann kann man den Sektor priorisieren, welcher denn mehr Luftabwehr oder weniger Luftabwehr bekommt. Wie stellt man das wieder zurück auf 100%? Das habe ich jetzt neulich in einem Video bei uns auf dem Kanal erst gezeigt, dass man dann nochmal auf die 150% draufdrücken muss, um dann wieder beide Sektoren gleich zu haben, also auf beiden Seiten 100% zu haben, anstatt auf dem einen 50 und auf dem anderen 150. Das ist irgendwie nicht intuitiv, das ist mir nur durch einen Zufall aufgefallen. Und ja, da haben wir dann herausgefunden, da muss ein bisschen was passieren. Also, Erstellung einer neuen Zone bei der Priorisierung eines Sektors der Flugabwehr, welche zeigt, worauf die Flugabwehr konzentriert ist. Das muss einfach noch ein bisschen besser ins Spiel integriert werden, sodass ganz klar wird, was habe ich hier als Kapitän eigentlich eingestellt. Dann die Patrouillenzone von Jägern für Zerstörerkreuzer und Schlachtschiffe würde von der Minimap entfernt werden. Liegt ganz einfach daran, als Zerstörerkreuzer und Schlachtschifffahrer, sagt Wargaming zumindest, ist diese Information nicht so relevant, wo jetzt gerade Patrouillenflieger rumfliegen, sondern es würde reichen, diese rein optisch am Himmel zu zeichnen und nicht unbedingt noch eine Einblendung auf der Minimap zu haben. Gut, muss jetzt jeder für sich selber wissen, ob das jetzt eine tolle Sache oder nicht so eine tolle Sache ist. Sie meinen hier, es würde die Welt
Da würde auch die Minimap so dafür sorgen, dass die Minimap eben nicht mehr so klar differenziert ist, also man nicht mehr ganz klar erkennen kann, worum es jetzt eigentlich geht. Nichtsdestotrotz würde halt das Zeichnen der Flugzeuge am Himmel immer noch ermöglichen, dass die Schiffe diese Deckung eben auch nutzen können. Ja, also gegen andere Torpedobomber oder sonst was für Angriffsflugzeuge. Raketen gibt es ja dann demnächst auch, Raketenflugzeuge und so weiter. Also von daher soll das irgendwie so ein bisschen, auf der Minimap wird es entfernt, aber im Himmel wird es weiterhin gezeichnet werden, sodass ihr das auf jeden Fall auch seht. Und dann wurde die Mechanik des priorisierten Sektors, oder wird die Mechanik des priorisierten Sektors verändert. Und das ist jetzt ganz interessant, weil Explosionen, nämlich diese Rauchwolken in der Luft, immer ganz, ganz viel Schaden aktuell an Flugzeugen machen. Und das wird sich jetzt eben verändern. Und zwar wird, anstatt die Anzahl der Explosionen zu erhöhen, was jetzt in Runde 2 passiert ist, wird jetzt wieder zurückgebaut und nun wird der durchschnittliche Schaden pro Minute erhöht. Das heißt quasi, ja, eher, dass konstant eben einen gewissen Schaden gibt und nicht eine Explosion und plötzlich sind die Flugzeuge weg. Ja, oder, also bei mir war es regelmäßig so, ich bin mit einer 9er Staffel angekommen, ich musste durch den äußeren und mittleren Ring durchfliegen und das ist ja der in diesem, in der zweiten Runde auf dem Testserver gerade besonders verstärkt wurde und habe sofort ein oder zwei Flugzeuge, vielleicht sogar drei Flugzeuge verloren. Und ehrlich gesagt, hatte ich kaum eine Vorwarnung. Man sieht nicht unbedingt, dass da jetzt gleich bei dir eine Granate explodiert. Und das ist es eben, was irgendwie noch fehlt. Man muss zumindest auch als Spieler die Möglichkeit haben, vorzuahnen, was passiert. Irgendwie bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, wie sie es genau machen wollen. Das müssen sich die Entwickler ausdenken. Aber es muss irgendwie nachvollziehbarer sein und nicht einfach so eine Überraschung. Ja, also ständig nur Überraschungen haben ist doof. Mal eine Überraschung, das ist ganz normal, so ist das Leben. Aber naja, wofür sorgt denn das Ganze, dass der Update 080 jetzt hier verschoben wird? Es sorgt dafür, dass ihr nämlich länger an Clangefechten teilnehmen könnt. Die Clangefechtssaison ist dann nämlich um eine Woche verlängert. Dann geht es um den Frühjahrsputz, ja. Die Schiffe von Schneeflocken befreien, also wer jetzt noch nicht alle Schneeflocken von den Schiffen gezogen hat, der kann jetzt noch eine Woche länger fahren. Also jetzt nicht von heute an gesehen, nicht eine Woche, sondern noch 2 Wochen. Und dann Abschluss des Events mit dem Namen der Hoheit wird verlängert, da wo man sich nämlich am Ende den Prinz Eitel Friedrich erarbeiten kann. Dann hattet ihr nicht 2 Wochen, sogar 3 Wochen Zeit, am Ende die letzte Direktive zu erfüllen. Also da, wo man diese 4 Millionen Credits für jede Nation sammeln muss. Und dann gibt es natürlich eine verlängerte Teilnahme am Mächtigen Prinzen. Und das ist ja gerade für diejenigen interessant, die sich den Prinz Eitel erspielt und nicht erkauft haben. Ihr habt nämlich jetzt auch eine ganze Woche länger Zeit, an dieser Kampagne teilzunehmen und euch Forschungsschiffe freizuschalten. Einmal bringt euch das den Vorteil, dass wenn ihr in diesem Baum noch gar nicht vorangekommen seid, ihr gleich bei T6 einsteigt. Und solltet ihr dieses Schiff schon haben, kriegt ihr dafür natürlich Credits und könnt ja, die eventuell in andere Schiffe investieren, wenn ihr Module kauft oder ähnliche Sachen. Am Ende dieses Feldzugs Mächtiger Prinz gibt es eben die permanente Tarnung. Und das ist, naja, muss jeder selber wissen. Es ist jetzt nicht eine super permanente Tarnung. Also ich finde sie jetzt nicht total klasse. Sie ist sehr schön schlicht gehalten. Wer auf sowas steht, ja, der findet das sicherlich nicht schlecht. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine permanente Tarnung für das Schiff nochmal zusätzlich zu erhalten. Und von daher, ja, ist das eine nette Sache. Für alle, die vor allen Dingen spät dran sind. Dieser Auftrag Nerven aus Stahl, die Kampfaufträge werden übrigens wie geplant auslaufen. Die bekam man nämlich, wenn man eben diesen Prinz Eitel Friedrich freigeschaltet hat. Und da konnte man nochmal über 2000 Stahl zusammenfarmen. Das musste man dann aber immer mit dem Prinz Eitel Friedrich fahren. So, das ist das, was man zu dem Update 080 sagen kann. Und ja, wie gesagt, meine Gedanken dazu habe ich am Anfang gleich kundgetan, warum es wahrscheinlich ein Problemchen gibt oder warum man eben sich entschlossen hat, diese Sache zu verschieben. Weil eins ist auch klar, ne? Wir wollen nicht, dass das ein total kaputtes, eine total kaputte CV-Mechanik ins Spiel schafft. Das würde erstmal für ganz schön viel Verwirrung sorgen und das würde dafür sorgen, dass nahezu jede Woche irgendwie ein Mini-Patch rauskommen müsste, um irgendwelche Probleme zu beheben. Es muss ein Gameplay sein, was zumindest mal irgendwie eine Woche überlebt oder einen Monat überlebt, sage ich jetzt mal. Ja, wo man dann sagt, okay, wir haben eine gute Basis und wir müssen jetzt noch Feintuning machen. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und aktuell wäre es eben, sagen wir mal so, Stand zweite Runde, die ich jetzt selber gesehen habe, eben nicht so. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen. Und ich finde das auch gut und ich finde es auch mutig so, dass Wargaming sagt, ja, okay, wir sehen ein, das ist noch nicht ganz so weit. Wir arbeiten noch weiter dran. Weil in dem Status würde es
den gestandenen CV-Spielern, die den Spaß sowieso schon zum Teil verloren haben durch die neue Spielmechanik, noch mehr dazu verdonnern, zu sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und demjenigen, der aufgeschlossen ist und sagt, ey, ich möchte das mal ausprobieren, der würde sagen, okay, ist ja ganz nett, dass ich jetzt fliegen kann, aber ich werde ja sofort runtergeschossen. Okay, wollen wir gleich weitergehen und zwar zum nächsten Titel. Und der nächste Titel ist der hier. Eine eigene Sache. Und zwar werden wir am 19.01. einen gemeinsamen Stream haben. Also ein Stream ist kein Multistream. Ihr braucht einfach nur vorbeikommen bei uns, Seacrowds, hier auf YouTube. Am 19.01. ab 20 Uhr habe ich einen Gast und zwar Butterkeks. Er ist euch bekannt, ist ein Orga in unserer Szene, macht zum Beispiel das Schlachtfest, ein ganz großes Event in unserer Szene und zum Beispiel auch das Ramadama-Event, was immer wieder stattfindet, das organisiert er und ja, und wahrscheinlich auch noch ein paar Leute im Hintergrund, von denen ich jetzt aktuell nichts weiß. Von daher, ja, seid herzlich eingeladen, stellt eure Fragen zu den Events. Wir werden uns natürlich auch mit dem Verschieben des Patches beschäftigen. Wir werden alle möglichen Fragen uns durch den Kopf gehen lassen, unsere Gedanken da spielen lassen. Ich tue das ja immer zum Teil hier in der Flaschenpost. Ja, und ich kann euch nur herzlich einladen. Wir haben vielleicht auch noch die ein oder andere Kleinigkeit für euch, um da noch ein bisschen Spannung reinzubringen in einem kleinen, schmalen Giveaway. Wie ihr das bei uns auf dem Seacrowds-Kanal kennt, haben wir da immer ein paar Überraschungen für euch parat. So, und dann geht's schon weiter. Buffs and Nerfs. Ja, da haben wir gerade erst auf der Seacrowds-Seite veröffentlicht, dass das jetzt offiziell ist. Im Update 080 werden die Schlachtkreuzer, die eher in der Kreuzerklasse angesiedelt sind, einen Nerf bekommen. Und zwar einen ja, starken Nerf, sage ich jetzt einfach mal. Die Schiffe waren sowieso schon sehr, sehr gut gepanzert. Heißt, AP-Granaten haben recht wenig Schaden von anderen Kreuzern zum Beispiel. Recht wenig Schaden auf diesen Schiffen gemacht, im Verhältnis jetzt gesprochen. Und mit dem Patch 080 wird es eben so sein, dass die Branddauer nicht mehr so eine Mischung zwischen Kreuzer und Schlachtschiff ist. Also diese 45 Sekunden wurden ja eingeführt, weil die Kreuzer 30 Sekunden haben, die Schlachtschiffe 60 Sekunden. Und 45 sollte da die goldene Mitte sein. Jetzt hat man festgestellt, dass die Überlebensfähigkeit der Kreuzer sehr, sehr stark ist. Wir reden hier von der Kronstadt, wir reden von der Stalingrad, von der Azuma und von der Alaska. Und die letzten beiden sind ja noch nicht mal released, aber es wird für alle vier Schiffe einen Nerf geben, sodass die Branddauer in Zukunft nur noch, also nicht nur noch, sondern 60 Sekunden beträgt. Das heißt, sie müssen Survive geskillt sein, um die Sache noch weiter runter zu, also weiter runter zu bekommen, aber sie erreichen trotzdem nicht den Wert, wie sie eben vorher erreicht haben, sondern der tickt am Ende halt zwischen 10 bis 15 Sekunden länger mit dem Abzug von diesen Prozent durch die Survive-Skillung dann eben wieder. Ne, der Abzug an Sekunden ist ja dann auch wieder größer, wenn man mehr Sekunden hat, von denen man abziehen kann. Ne? 10% von 60 Sekunden sind eben 6 Sekunden und nicht 4,5 Sekunden, das meine ich damit. Gut, also, das ist ein Nerf in dem Sinne, dass die Schiffe einfach länger brennen. Und dann kommen wir zu einer riesen Balanceänderung, die hier noch ansteht. Das habe ich jetzt hier nicht so richtig schon vorbereitet sozusagen. Und zwar geht es dann hier rum. Und zwar wird das japanische Schlachtschiff Izumo nochmal weiter gebufft. Wir hatten ja schon diverse Änderungen mit der Penetrationskraft der AP-Granaten und. Und jetzt kommt noch was Nettes dazu. Und zwar einen Sigma-Buff von 1,8 hoch auf 2,0. Das heißt, ihr schießt genauer. Der nächste Dampfer, der einen Buff bekommt, ist die Ki. Nachladezeit der Hauptbatterie wird reduziert, nämlich von 31 auf 30 Sekunden und die Torp-Werte werden verändert. Und das ist ganz interessant, denn inzwischen, in Zukunft, muss der Key-Kapitän aufpassen, wohin er torpt, weil die Torpedos nämlich jetzt keine 6 Kilometer, sondern ganze 10 Kilometer weit reichen. Und das ist dann schon wirklich ziemlich gefährlich, gerade auch für andere Teammitglieder. Die Torpedogeschwindigkeit wird um eine Sekunde reduziert, der Schaden wird um fast 3000 Punkte, also sagen wir 2500 Punkte, erhöht. Das nächste Schiffchen ist auch wieder ein Japaner. T7, Nachladezeit der Nagato von 32 auf 30 Sekunden reduziert. Und ja, das soll eben die Schlagkraft des Schiffes behalten sozusagen. Es ist ein sehr starkes Schiff, mit aber weniger Türmen als zum Beispiel jetzt die Amagi. Aber dafür eine schwache Panzerung. Ja, das ist ja schon immer das Problem der Nagato gewesen. Und ja, in diesem Bereich
hat man da jetzt eben die Nachladezeit reduziert, um sie ein bisschen schlagkräftiger zu machen. So, nächstes Schiff in der Reihe hier ist die Colorado, auch auf T7. Da wird das Sigma von 1,9 auf 2,0 erhöht. Und ja, da ist quasi sehr, sehr ähnlich, dass ihr einfach noch ein kleiner Bonus gegeben werden soll, ne? Das französische Schiff Dunkirk T6, da wird die Nachladezeit der Hauptbatterie von 28 auf 26 Sekunden reduziert. Also ihr könnt schneller schießen. Und dies soll das kleine Kaliber der Dunkirk im Verhältnis zu anderen Schiffen auf T6 ja so ein bisschen relativieren. Ja, ihr könnt häufiger schießen, dadurch macht ihr mehr Durchschnittsschaden. Und das soll dazu ein bisschen ausgleichen, dass ihr halt nicht so starke Munition verschießt. Nächstes Schiffchen, und das ist jetzt schon mal ein bisschen was Besonderes, weil die Hood wurde nach meinem Kenntnisstand vorher noch nie gebufft, seitdem es existiert, aber es gab halt immer wieder eine Menge Beschwerden, wollte ich es mal nennen, von unserer Community, dass die Hood doch irgendwie mal einen Buff braucht. Das ist kein besonderes Schiff in dem Sinne, außer aus der Geschichte heraus, aber es hat kaum so richtig große Vorteile, außer jetzt die Raketenabwehr auf dem Schiff, aber die wirkt halt auch nur im ganz engen Bereich. Und zwar ist es das Sigma, was hier verändert wird, von 1,9 auf 2,0. Das heißt, das Schiff schießt präziser in Zukunft. Und die Verzögerung der AP-Zündung sozusagen, also nachdem genug Panzerung durchschlagen wurde, ist die AP-Mumpel ja scharf. Und das findet mit einer gewissen Verzögerungszeit statt. Nachdem eben x Millimeter durchschlagen wurden, sind es dann noch vorher 0,015 Sekunden gewesen, bis die Mumpel explodiert. Und jetzt ist es aber so, dass es eben auf 0,033 Sekunden erhöht wird. Das ist quasi der Standard-AP-Wert, wie ihn auch die Deutschen zum Beispiel haben, ja, oder eben die Franzosen auch haben, ja. Das ist eben jetzt die Möglichkeit, damit soll das Schiff mehr Schaden machen, aber es hat auch einen großen Nachteil, weil der große Nachteil ist, dass leichte Kreuzer ganz leicht überpenetriert werden. Das heißt, die Mumpel schlägt durch, bevor sie explodiert. Und damit macht ihr dann nur einen Overpen. Und ja, ihr wisst ja selber, der Overpen bringt 10% vom Alpha-Damage, mehr ist es nicht. Das kann auf leichten Kreuzern also häufiger stattfinden, während ja, ihr jetzt auf schwereren Schiffen deutlich mehr Schaden machen sollt. Nächster Punkt ist die Aigle, T6-Zerstörer, auch ein Premium-Schiff. Die Torpedoreichweite wird von 7 auf 8 Kilometer erhöht. Und ja, es soll ihr einfach bessere Möglichkeiten geben. Das Fenster ist halt einfach angenehmer geworden zwischen Erkennbarkeit und Torpedo abwerfen. Das war vorher ein bisschen knapp bemessen. Dann geht es wieder weiter mit T7, amerikanischer Zerstörer Mayhem. Nachladezeit der Hauptbatterie von 4 auf 3,3 Sekunden reduziert. Und ja, sie hat wohl schon sehr gute Werte von der Sache her, aber war eben schwer, diese auch in der Division zum Beispiel zu realisieren. Und das soll damit ermöglicht werden. Gucken wir mal, wie das dann so stattfindet. Und der nächste Punkt ist ein Zerstörer, der schon lange im Spiel ist, auch T7, auch Amerikaner. Und da gibt es ja zwei verschiedene Punkte, es gibt ja zwei verschiedene Arten, diesen Zerstörer zu fahren. Und er hat zwei verschiedene Torpedowerfer. Es gibt diesen Standard-Torpedowerfer, der hatte ursprünglich 5,5 Kilometer Reichweite der Torpedos. Jetzt wurde er auf 7 erhöht. Und dann gibt es den alternativen Torpedowerfer, der hatte vorher 9,2 Kilometer und sehr langsame Torpedos. Der schießt jetzt aber, oder die schwimmen jetzt, die Aale, 10,5 Kilometer, also eine ganze Ecke höher. Der Alpha-Schaden ist auch erhöht worden um 1100 Punkte und die Nachladezeit wird verlängert. In dem Sinne, ein Nerf im Buff sozusagen von 72 auf 76 Sekunden. So, und dann geht's weiter. Die russischen DDs bekommen nämlich auch einen Buff. Und zwar bekommen die Ogniwoi und die Udaloi eine Reparaturmannschaft in einem zusätzlichen Slot. Also ihr müsst da nicht wählen, ob ihr irgendetwas abgebt, sondern ihr kriegt einfach ein Verbrauchsmaterial hinzu. Standardladung, eine Aufladung. Premium-Verbrauchsmaterial hat dann zwei Aufladungen, Nachladezeit 120 und beim Premium-Verbrauchsmaterial 80 Sekunden. Es ist nach wie vor überall gleich. 28 Sekunden ist die Dauer, wie dieses Verbrauchsmaterial aktiv ist, und dann wird pro Sekunde 0,5% der Trefferpunkte wieder hergestellt. Bei diesen beiden Zerstörern ist das so. Dann gibt es noch einen weiteren Zerstörer, und zwar die Kiew.
Da wird die Reparaturmannschaft auch hinzugefügt. Aber die Besonderheit ist, dass ihr da entscheiden müsst bei der Kiew, ob ihr den Nebelwerfer ausbaut und dafür die Reparaturmannschaft einbaut oder ob ihr die Reparaturmannschaft ausbaut und den Nebelwerfer dafür einbaut. Das kommt auf euren Spielstil drauf an, wie ihr die Kiew dann eben spielt. Die restlichen Werte mit den Ladungen, mit der Nachladezeit und dem Wirkungsgrad ist genau so gleich wie wie bei den Schiffen oben. Und das sorgt eben dafür, dass es damit logischer wird. Ihr fangt ja erst bei T8 an, seid dann bei T9, ja, und so weiter und so weiter. Das soll einfach die Logik in dem Forschungsbaum ein bisschen weiter beibehalten. Ja, jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Fotos. Die spielen jetzt sicherlich nicht so groß die Rolle. Gehe sie einfach mal der Vollständigkeit halber für euch durch. So, und dann kommen wir zu einem Punkt, wo ich hier noch keinen Newsartikel für habe. Und zwar kommen wir zur Radarmechanik. Es wurde soeben in dem Livestream von Wargaming oder von World of Warships bestätigt, dass daran gearbeitet wird, die Radarmechanik oder jetzt im Supertest eingesetzt wird, kann man sagen, die Radarmechanik wie folgt zu verändern. Das Schiff, was in Zukunft Radar startet, das sieht aufgeklärte Schiffe in Radarreichweite sofort. Die alliierten Schiffe, die von diesem Radar des Kreuzers profitieren, die sehen die Schiffe, die aufgedeckt werden oder das Schiff, was aufgedeckt wird, auf der Minimap auch sofort. Aber das 3D-Rendering, also das dann wirklich anvisierbar und beschießbar ist, das findet zeitversetzt statt. Wie viele Sekunden wurde uns da nicht konkret gesagt? Es wurde von ein paar Sekunden gesprochen. Das ist eigentlich, wenn man das so nennt, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass wir eine ganze Zeit einen Bug im Spiel hatten, nämlich dass ihr auf der Minimap das Ziel sehen konntet, aber das 3D-Modell noch nicht existierte. Das haben sie jetzt ja rausgepatcht, sodass alles zu gleichen Zeitpunkt erscheint. Aber dabei sind sie halt auf die Idee gekommen, man könnte sagen, okay, wir nutzen das und zwar für die Radarmechanik. Was weiterhin eben möglich ist, Schiffe durch die Insel durch zu detektieren. Es geht einfach um die Radarreichweite an sich. Ist also ein Schiff hinter einer Insel, aber 5 Kilometer von dem Radarschiff entfernt und das Radarschiff hat eine Reichweite von 9 Kilometer mit dem Radar, wird es auch weiterhin Schiffe hinter dem Felsen oder hinter der Insel aufklären. Das ist das, was man dazu sagen soll. Und das soll halt irgendwo auch dazu führen, dass derjenige, der radariert wird, sozusagen aufgeklärt wird, dann eben entfleuchen kann, irgendwie Gegenmaßnahmen, geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen kann, ohne total überrascht zu werden. Ja, und ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Veränderungen hier haltet, den Buffs, den möglichen Nerfs, ja, was da alles so kommen kann. Müssen wir dann sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie eure Meinung so ist. Und ja, das ist eigentlich das, was ich euch im Moment ja, anbieten kann an Informationen. Ich hoffe, es war wieder was Besonderes dabei, was ihr jetzt mitnehmt und sagt, alles klar, habe ich vorher noch nicht gewusst. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr doll über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich natürlich über konstruktive Kritik. Ich freue mich über Abos, über Weiterempfehlungen und natürlich über eure Kommentare und jegliches Feedback, was, wie gesagt, oben schon gesagt, konstruktiv ist, um diese Flaschenpost und dieses Format hier weiter zu entwickeln. Ich danke für eure Zeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Seacrows-Kanal. Bis dahin, tschüss, euer Maracha.